Berli und Brummi. An einem wunderschönen Sommernachmittag sah man wieder einmal Brummi, das kleine braune Bärenkind, an dem einen Ende und Berli an dem anderen Ende der Wiese spielen. Berli war ein außergewöhnliches Bärchen. Es war rosa. Die beiden hatten noch nie zusammen gespielt, denn keiner wagte es, den anderen anzusprechen. Da kam der schlaue Fuchs des Weges. Erst traf er Brummi den Berli. Beide erzählten ihm, sie würden nicht miteinander spielen, weil der andere noch nie gefragt hätte. So konnte das nicht weitergehen. Der Fuchs setzte sich unter einen großen Lindenbaum und grübelte. Da hatte er auch schon die rettende Idee. Er lief zu Berli und sagte, dass Brummi ihn in 10 Minuten in der Mitte der Wiese an dem großen grauen Felsen sprechen möchte. Und Brummi erzählte er, Berli wollte ihn sprechen. So trafen sich beide Bärenkinder am Felsen. Berli sagte zu Brummi, »Du willst mich sprechen?« Und Brummi zu Berli, »Ich denke, du mich?« Sie merkten sehr schnell, dass der schlaue Fuchs sie mit der List zusammengeführt hatte. Seitdem spielen sie jeden Tag miteinander die schönsten Spiele. Und keiner ist mehr einsam.